Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die rührige Stimme war das Markenzeichen der Ikone des Rock und Soul. Mit Hits wie The Best rockte sie sich über Jahrzehnte in die Herzen der Menschen. Gestern ist Tina Turner im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in der Schweiz gestorben. US-Präsident Biden würdigte Turner als einzigartiges Talent. Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger bezeichnete sie als inspirierend, warmherzig und großzügig. Unverwechselbar ihre Stimme, ihre Energie. Bandleader Ike Turner entdeckt Tina Anfang der 60er Jahre, macht sie zum Star und zu seiner Frau. So kommt sie raus, aus Nutbush. Anna May Bullock, Tochter von Baumwollpflückern. Die Show stimmt, doch Ike misshandelt sie. Als Tina Turner ihn verlässt, überlässt sie ihm die Musikrechte, steht vor dem Nichts. Doch 1984, alleinerziehend mit Mitte 40, schafft sie den Durchbruch. Erst jetzt steht sie wirklich an der Weltspitze. Hat einen Nummer-1-Hit nach dem anderen. Ein Triumph. Ike hat das nie geschafft, sagt sie einmal, mittlerweile völlig in sich ruhend. Er habe sie eigentlich immer nur ausgebremst. So actually he was holding me back somehow. Die Musik wird sanfter. Tina Turner heiratet einen Kölner Musikmanager, lebt mit ihm zurückgezogen in der Schweiz, hat auch mit Krankheiten zu kämpfen. Oh, wow. I look great. Zu ihrem 80. aber schickt sie eine Videobotschaft an ihre Fans. Ich sehe toll aus und fühle mich gut, sagt sie. Ich habe einige ernste Krankheiten überstanden, aber jetzt bin ich glücklich. I'm happy. Eine Kämpferin, die niemals aufgegeben hat und es so ganz nach oben schaffte.